Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4, wo wir hier weiter am Haus von Steven und Gina basteln. Heute wollte ich ja ein bisschen länger bauen. Von daher schauen wir mal, was wir alles hinbekommen. So, was eine gute Idee war, war, dass wir hier oben so eine Art kleines Atelier reinmachen. Also von daher würde ich da ganz gerne... Wo ist sie denn? Haben wir die jetzt nicht mitgenommen? Doch. Von daher würde ich hier ganz gerne die Staffelei reinstellen. Vielleicht so hier so schräg hin. Das wäre vielleicht erstmal eine ganz gute Idee. Was auch eine gute Idee war, dass man hier vielleicht so eine Art kleines Wäscheräumchen reinmacht oder sowas. Denn nächstes Jahr kommt ja auch dieses ökologische Pack. Von daher kann man da auch mal schauen. Es wurde jetzt auch in die Kommentare geschrieben, dass ich die Treppe vielleicht lieber nach außen machen sollte. Muss ich mal gucken, was ist euch denn lieber? Eine Außentreppe oder dass die Treppe von innen nach unten geht? Also ich will jetzt im Keller natürlich nicht nur ein Labor machen für Gina. Ich möchte da schon auch irgendwie vielleicht noch eine Bowlingbahn reinpacken, vielleicht ein kleines Partyräumchen oder vielleicht auch einen Fitnessraum noch unten rein. Also es soll jetzt im Keller und natürlich auch noch die Räume für die Sammlung. Also es soll jetzt nicht nur so sein, dass da das Labor reinkommt, da soll durchaus auch noch das ein oder andere zusätzlich reinkommen. So, aktuell habe ich zwei Beete. Die könnten wir mal noch hier hinstellen vielleicht. Die Müllpflanze haue ich jetzt erstmal nirgendwo rein. So, ich haue jetzt hier erstmal die Büsche zu. So. Und dann setze ich da noch den Obstbaum neben. So, einfach, dass wir das jetzt schon mal irgendwo haben. Muss nicht sein, dass das da bleibt, aber ja. Okay. Das hier sind Sachen, die kommen... Huch, nee. Die kommen auf jeden Fall hier unten rein. Da kommen die labormäßigen Sachen rein. Eine Werkbank würde ich tatsächlich auch hier unten reinstellen. Gucken wir mal, wie wir das alles machen. Da fällt uns schon auch noch was ein. So. Jetzt würde ich mich, glaube ich, erstmal dem Flur widmen. Oder machen wir vielleicht erstmal die Küche. Erstmal so die wichtigen Sachen. Wäre vielleicht auch nicht ganz dämlich. Okay, gut. Jetzt ist die Frage... Die Fenster sind natürlich recht niedrig. Wenn ich da das so vorbaue, bin ich immer nicht so ganz der Fan von. Auf der anderen Seite, wie machen wir das sonst mit der Küche? Wir könnten vielleicht auch hier das eine Fenster löschen. Ich glaube, ich kaufe einen anderen Herd. Huch, irgendwie leckt es gerade ein bisschen. Ja, Apparate... dass man hier hinten so den Kühlschrank und sowas reinsetzt schon mal. Oder man macht eine Kochinsel. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich bin mir noch so ein bisschen unsicher. Dann brauche ich hier hinten trotzdem Stauraum. So, ich finde immer noch hier die neuen Deko-Sachen für Weihnachten total awesome. Die finde ich klasse. Also die sind in diesem Feiertagspack drin. So, also Apparate. Kühlschrank. Ich finde ja den hier klasse. Der ist mir aber ein bisschen zu weiß. Dann schon eher so einer. Den finde ich mega. Ich finde den Hammer. Ich weiß es jetzt nicht, ob ich es dabei belassen werde. Muss ich gucken. Der hier wäre auch cool. Naja, schauen wir mal. Und dann könnte man natürlich auch hier hinten schon mal eine Theke reinbauen. Es ist die Überlegung, was nehmen wir für eine Theke? Was könnte gut aussehen, außer als Kochinsel dann? Die hier ist mega, finde ich. Aber haben wir das auch so richtig als...
Ja, da fängt es nämlich schon an. Seht ihr das? Da haben wir nämlich keine richtige... Außerdem hier keine... Nicht diese Inseltheken. Und das ist dann halt direkt schon wieder blöd. Hiervon hätten wir das, aber es sieht irgendwie komisch aus. Ja, schwierig, wenn man das hier vielleicht nimmt. Das ist mir eigentlich zu glatt. Das wäre vielleicht eine Idee. Schauen wir mal. Prinzipiell finde ich das ja eigentlich wirklich cool. Und was für Farben haben wir das denn alles? Schade, wir haben keinen Rotton. Leider nicht. Ah, hier, automatische Theken hatte ich gerade aus. Die schalten wir mal an. Und dann machen wir mal... dass wir hier vielleicht richtig viel Stauraum reinhauen. Halt, das ist falsch, das hier wäre richtig. So, dass wir hier richtig viel Platz haben. Wäre doch auch mal was. Und dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht wirklich so eine Art kleine Kochinsel hinpacken. Halt, warte mal, dann sollte ich aber auch bei den Theken erstmal bleiben. Oder wir machen das. Haha, noch eine Idee. Man könnte das auch so machen. Das ist so halt doof. Also so können wir es doch nicht machen. So, das hier ist übrigens die Spülmaschine in dem Stil. Dishwasher. Die platziere ich mal da rein. Ist das? Part of the... Ach nee, das ist für die... für das Spülmaschinen-Dingens da. So, ja, was machen wir jetzt nun? Wenn ich das jetzt irgendwie hier hinkriegen würde, dass es farblich dazu passen würde. Aber ich glaube, wir haben keine Variante, wo hier oben drauf Holz ist. Was schade ist. Das hier ist sonst auch cool, aber... Das ist mir eigentlich schon fast... Das ist mir zu bunt. Das ist mir zu bunt. Was machen wir denn da mal? Ja, schwierig. Haben wir hier vielleicht eine schöne Variante bei? Bin ich jetzt auch nicht so mega überzeugt von. Ihr merkt, ich tue mich gerade sehr schwer damit, hier irgendwas zu finden, was mir in den Kram passt. Weil das ist an sich, ist das hier total cool. Wenn ich schaue... wenn ich das alles eins nach da verrücke...
Aber so sieht das halt auch doof, wenn man da jetzt den Herd reinpackt. Fürchte ich. Obwohl es tatsächlich eigentlich noch geht. Was ist denn da der passende Herd für? Egal, der hier gefällt mir auf jeden Fall gut. Und die hier auch. Gibt es die auch irgendwie in den passenden Farben? Ja, schon so irgendwie, ne? Ich glaube, ich würde zu diesen hier tendieren. Zu diesem. Das ist halt blöd. Das passt da hinten so gut rein. Der passt nicht dazu. Aber an sich passt das da super rein. Aber wenn ich doch die schwarz-weiße Variante nehme... Oh, das ist so schwierig. Jetzt bin ich hier schon wieder ewig dran, nur an der Küche, weil ich mich hier einfach nicht entscheiden kann. Warum verbindet... Hä? Was zur Hölle? Das ist mir halt einfach alles zu groß. Sonst muss ich doch gucken, dass ich da vielleicht den Herd reinpacke. Oder hier. Da ist er vielleicht besser aufgehoben. So, Apparate. Den finde ich da einfach besser. Wie heißt denn das Teil? Buffsam. Vielleicht finde ich dazu auch einen Herd. Oh Gott, tut mir leid, dass wir hier so lange einrichten. Also die nächsten Folgen werden jetzt definitiv deutlich, deutlich, deutlich länger. Das hier ist der passende. Der ist ja cool. Der sieht schon echt cool aus. So. Was nehmen wir dazu für einen Kühlschrank? Den finde ich jetzt gar nicht so schlecht, aber der gefällt mir jetzt farblich nicht so gut dazu. Ich glaube, da würde ich einfach irgendwas stinknormales nehmen. Ich hätte gerne was, was das hier wirklich ausfüllt. Ich mag das nicht, wenn da noch so ultra viel Platz zwischen der Theke und dem anderen ist. Den hier finde ich aber gar nicht schlecht. Ja, der hier, das ist natürlich der einzige, der hier richtig reinpasst. Sonst nehmen wir den vielleicht einfach so. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir hier hinten rein? Weil hier wollte ich ja eigentlich einen Essbereich reinmachen. Haha. Schwierig, was könnten wir jetzt hier hinten reinbauen? Eieieiei. Ja, schreibt mir das doch mal in die Kommentare, weil ich weiß gerade nicht so recht, was ich da hinten mit dem ganzen Platz noch anfangen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wo ist denn die passende... Kitchen Washer... Das hier ist die passende Spülmaschine. Die aber irgendwie total merkwürdig aussieht, wenn ich die da jetzt so reinbastle. Ich glaube, ich tendiere zu der hier. Oder was könnte man hier reinmachen, wenn wir doch hier hinten das Esszimmer reinmachen? Ich mache jetzt erstmal hier weiter noch so ein bisschen mit der Küche. So, wo haben wir hier die passenden? Das hier ist dazu passend.
habe ich echt nur... Habe ich echt nur so Regale? Das ist ja auch wieder... Habe ich ja wieder super aufgepasst. Guckt es dann an der Seite raus? Nee, ich glaube nicht. So, aber da können wir auf jeden Fall jede Menge Deko reinstellen. So, da können wir auch wieder Deko noch draufstellen. Von daher passt das eigentlich ganz gut. Haben wir hier auch noch irgendwie eine geschlossene Variante? Nee, ne? Das sind alles offene. Ja, das sind alles offene. So, das finde ich dann aber trotz allem ganz gut. Oder würde das hier vielleicht auch in irgendeiner Farbe? Das ist dann zu hell, obwohl das auch gut dahin passen würde. Bin ich vielleicht sogar besser... Oh, sorry Leute, dass ich hier so rumbastel. Ach nee, guck mal, hier sind ja auch noch... Ah! Okay, das eröffnet mir dann doch schon wieder ganz andere Möglichkeiten. Das hätte ich gerne hier unten hin. Aber es ist dann nicht breit genug. Aber das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Und dann ist das wieder zu hoch. Nee, komm. Weg damit. Das jetzt in der Farbe da drüber. Und da hinten in die Ecke. Das kommt dahin, weil da muss ja die Dunstabzugshaube drüber. Das dürfen wir nicht vergessen, ne? Ja, guck mal, das sieht doch gleich ganz anders aus. Das sieht doch gleich ganz anders aus. Jetzt nehmen wir hier nochmal das, dass das da an der Seite so ist. Und da machen wir zwei davon hin. Und hier können wir ein so großes offenes hinmachen. Was haltet ihr denn jetzt davon? Das sieht doch eigentlich ganz hübsch aus, finde ich. Oh, sorry Leute, das war mein Handy. Und dann könnte man vielleicht auch gucken, dass man hier hinten wiederum die eine Wand vielleicht hier mitmacht. Oh, das finde ich toll. Oh, ich liebe es. Awesome. Ich habe meine Küche gefunden. Müssen wir jetzt nur gucken, Lisa, was wir da reinmachen. Aber da fällt mir schon auch noch was ein. Es ist ja nicht so, als ob wir hier nicht genug Möglichkeiten hätten. Nicht wahr, nicht. So, eine Eismaschine, Popcornmaschine wäre noch eine Idee. Dann könnte man, eine Kaffeemaschine könnte man auch hier hinstellen. Das wäre vielleicht auch noch eine Sache, die ganz interessant sein könnte. Ich überlege nur gerade, was wollt ihr hier am ehesten hinhaben? Wir haben bislang sehr selten Popcornmaschinen gehabt und Eis haben wir jetzt auch nicht so oft gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann könnte man da vielleicht noch die Eismaschine hinstellen. Mikrowelle brauchen wir nicht wirklich. Finde ich jetzt persönlich. So, Dunstabzugshauben. Die hier mag ich ja immer sehr gerne. Ist auch direkt noch so eine kleine Lampe drin. Die finde ich jetzt auch an der Stelle gar nicht mal schlecht. Die hier ist zu hoch. Die
kann ich auch nicht tiefer hängen. Die ist auch zu hoch. Die sieht irgendwie nicht so fein aus. Was ist das hier? Meine Güte. Das ist halt gut, wenn man so eine Kochinsel hat. Da passt das dann ganz gut. Okay. Also ich würde ganz klar hier sagen, wir nehmen die hier. Ist nur die Überlegung, macht man da noch irgendwie, dass das Regal da geschlossen ist? Also ein komplett geschlossenes Regal haben wir, glaube ich, nicht. Lassen wir so offen. So, und dann kann da noch richtig schön Deko hin. Wie gesagt, ich mache jetzt aber noch ein bisschen länger. Oh, verflixt. In einer halben Stunde bin ich zum Essen bei meinen Eltern eingeladen. Aber gut. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin. In diesem Haus hier möchte ich jetzt auch definitiv wieder so viel CC nutzen, wie ich einfach gerne drin haben möchte. Weil das ja hier wirklich ein Haus wird, mit dem ich aktiv spiele. Und da möchte ich einfach mich nicht jetzt irgendwie großartig einschränken müssen. Wenn ich da irgendwas habe, was mir gut gefällt, dann möchte ich das auch so einbauen können. Und da muss ich das hier mal wegnehmen, den Part. Und die Pflanze müsste ich da, glaube ich, so hin. Ja, genau, genau. So wollte ich das haben. Guck mal, ich finde, das sieht so schön aus. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein, als ob das so ein kleines Gewürzsäckchen wäre. Das finde ich da dann eigentlich immer ganz hübsch. Das könnte ich dann vielleicht noch ganz kurz da vorstellen. Aus welcher Richtung sieht das am besten aus? So, glaube ich. Ja, so gefällt mir die Ecke da hinten schon mal gut. Aber jetzt kann ich mich wieder austoben. Leute, ich liebe es. Ich mache das so gerne. Nee, da steht Syncbook. Das passt nicht. Da brauche ich irgendwas, was wirklich auch aussieht wie Barbecue Food. Da brauche ich was, was wirklich auch aussieht wie Kochbücher. Aber da muss ich ja jetzt auch nicht extra nochmal nachsuchen. Ach, das ist ja hübsch. Wo habe ich das denn her? Das habe ich von Yom Jims Meridia Wall Deco. Das ist von Meridia Living, genau. Also Meridia Living heißt das Set. Das können wir hier in den Flur gut reinpacken. Ah. Dum, dum, da, 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 dum. Das hier ist eigentlich schön. Das ist so ein helles. Oder hier auch sehr schön vielleicht für den Essbereich. Leute, ich klatsche das jetzt einfach erstmal hier so an die Wand. Dass wir es hier schon mal drin haben. Ne? Ich kenne mich, ansonsten vergesse ich das nämlich wieder. Ah, oh, hat du Möhrchen? Nee, die legen wir jetzt aber nicht auch noch einzeln dahin. Was haben wir hier? Das sind Gewürze. Die könnten wir da ganz gut hinhängen. Ich will jetzt nicht direkt über den Herd hängen. Direkt über den Herd würde ich gerne Messer und sowas hängen. Ich weiß, oh Wunder, macht die das nicht jedes Mal? Ja, mache ich jedes Mal, aber ich finde halt auch, dass das gut passt. Das ist jetzt hier so ein bisschen die modernere Variante, aber das haben wir ja auch direkt von Sims vorgegeben. Aber das ist zu wuchtig. Das hier mag ich ganz gerne. Oder das hier. Das könnte man auch beides aufhängen. Nur nicht so, dass ich damit hier die
die Dunstabzugshaube ersteche. So, damit haben wir hier doch jetzt jede Menge Auswahl zum Schnibbeln. Wird das dann nicht besser hier hinten hinpassen? Nee, wisst ihr was, Leute? Ich lasse jetzt... Das hier bräuchten wir quasi hier und die andere und die Messer hier hinten. Aber ich finde das irgendwie schöner, wenn es hier übereinander hängt. Ich glaube übrigens, dass ich das Haus nicht selber nochmal hochladen darf, weil ich das ja selber nur runtergeladen habe und das nicht von mir gebaut ist. Deswegen muss ich mal gucken. Hier könnten wir aber tatsächlich so Pfannen und Töpfe aufhängen. Dass man sagt, okay, dann geht man halt einmal eben um die Kurve rum und holt sich das dann da. Was wollte ich hier hinhaben? Da wollte ich die Küchen... Nee, nicht Apparate. Da wollte ich diese Küchenrolle hinhaben. Ich weiß aber schon wieder nicht mehr, wie das heißt. Und ich suche es jedes Mal. Das ist das... Ist das Nervige. Gemütliche... Rolle... Ich suche es jedes Mal und ich vergesse halt auch wirklich jedes Mal wieder, wie das Ding heißt, diese Küchenrolle. Das nervt mich. Oh, guck mal, hier haben wir noch so Schneideboards. Das passt da doch auch noch super hin. Finde ich in den Farben jetzt passender. Nee, das machen wir nicht. Ich suche jetzt erstmal weiter die Küchenrolle. Was ist das? Ein Kartenlehnstuhl. Ach so. Ja, wo denn? Hier haben wir noch so einen Salz- und Pfefferstreuer. Das würde hier natürlich auch noch gut hinpassen. Also sind auch so Gewürzteile. Das war schon wieder mein Handy. Meine Güte. Das würde ich tatsächlich da hinten noch hinstellen. Dann haben wir da aber eigentlich genug mit Gewürzen. Wo ist die Küchenrolle? Gnarf, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Das ärgert mich. Das ärgert mich echt. Nee, den habe ich jetzt falsch gedreht. Den muss ich ein bisschen so drehen. Kann doch nicht wahr sein. Okay, Leute, ich finde sie gerade mal wieder nicht. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir es vielleicht in die Kommentare schreibt, wo das nochmal genau ist. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr bislang hier zu der Küche sagt. Ich persönlich finde sie eigentlich cool, weil es auch mal was anderes ist, so um die Ecke, als ich sonst immer bastel. Ich bin gespannt, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.